Sprache macht Politik, Politik macht Sprache. Wenn man die beiden Wörter schon zusammensetzt, kommt man auf Sprachpolitik. Wir haben hier 300 Beispiele zusammengetragen, die eindeutig belegen, dass unsere schöne, klare deutsche Sprache einfach nur noch benutzt wird, um Nebelbomben, sprachliche Nebelbomben abzuwerfen, damit die Öffentlichkeit nicht merkt, was sich verändert hat. Müssen wir heute feststellen, dass die öffentliche Meinungsbildung noch absurder über Täuschwörter und auch regelrechte Begriffsumdeutungen gesteuert wird. Und zwar, schönstes Beispiel, der Begriff Partyszene, den Sie inzwischen sicherlich mehrfach gehört haben. Also es ist absurd, man schreibt nicht mehr über Krawallnächte von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, sondern im Allgemeinen wird von der Feierszene, der Partyszene gesprochen. Hier wird praktisch versucht, über Sprache eine völlig falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit auszulösen. Kurzum, Deutschland hat eigentlich oder die AfD kein Politikproblem, sondern ein Medienproblem. Und bevor man die Politik, die wir alle für notwendig halten, in die Tat umsetzen können, müssen wir dieses Medien- bzw. Kommunikationsproblem in den Griff bekommen. Sehr, sehr viele von diesen Tabus werden sofort an den sogenannten Lehren aus dem Nationalsozialismus gezogen. Also wenn irgendjemand von den Nazis vor 70 Jahren mal irgendein Wort gebraucht hat und sie das versehentlich gebrauchen, sind sie unter Rechtfertigungszwang, weil sie müssen wissen, dass der das in dieser Rede gebraucht hat und seit der Zeit ist das kontaminiert. Und diese Irrsinnszustände auf der politischen Ebene, die beeinflussen natürlich auch die Gesamtstimmung im Land. Und da sind wir eigentlich, wo ich mit diesem Büchelchen einsetzen wollte, nämlich bei der sogenannten vorpolitischen Ebene, in der wir hier alle sind. Wir sind alle in einem vorpolitischen Feld. Wir sind ja nicht wie er in der Partei oder vielleicht manche von Ihnen auch, aber die meisten von uns sind in diesem vorpolitischen Feld, wo man sich austauscht. Hier schon beginnen die Beschneidungen, wenn die eigene Sprache gestört wird, wenn sie immer weiter aufgefüllt wird mit Anglismen, mit irgendwelchen Begriffen, wo man sagt, was bedeutet das eigentlich, ich muss das ja jetzt benutzen, dann ist man nur noch in der Lage, sich infantil auszudrücken. Ich erinnere mich an Gespräche in Berlin, die ich belauschen durfte, wo sich Galeristen ausgetauscht haben. Das ist eigentlich überhaupt keine Sprache mehr, das ist nur noch Austausch von Oberflächlichkeiten. Und die politische Elite möchte, dass sie ihr bestes Handwerkzeug, was man als Deutscher haben kann, nämlich die deutsche Sprache, einstmals eine der klarsten und präzisesten Sprachen der Welt, die Sprache der Wissenschaftler, die Sprache der Philosophen, soll immer mehr abgestumpft werden. Ich würde auch Kindern es wärmstens ans Herz legen, lest die Klassiker, lest die deutsche Sprache. Wer die ganzen Theaterstücke von Schiller zum Beispiel als Kind gelesen hat, der kann sich gar nicht mehr wie ein Idiot ausdrücken. Das sind einfach wichtige Sachen. Bunter Protest. Mehrere tausend Menschen haben am Samstag mit bunten Protestzügen zumeist friedlich gegen einen Neonazi-Aufmarsch in ihrer Stadt demonstriert. Zu schaffen machten den Beamten aber rund 700 gewaltbereite Demonstranten aus dem linksautonomen Spektrum, die sich mit der Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel lieferten. Wer ist mit bunter Protest demnach gemeint? Wir hatten das auch mal hier oben, war es vielleicht mal zu sehen. Bürgerkriegsähnliche Attacken von einheitlich schwarz gekleideten Steinwerfern, weil ich kann mich nicht daran erinnern, Bilder gesehen zu haben, wo die mal eine andere Kleidung anhatten, außer diesem Schwarz und diesen Sturmhauben. Also bunter Protest, wir haben das auch also immer sehr liebevoll illustrieren lassen, damit es auch ein bisschen Spaß macht. Der deutsche Michel ist halt dann so ein bisschen überrascht. Einwanderungsland. Deutschland hat allen Grund, sich auf eine Zukunft als Einwanderungsland zu freuen. Denn die Integration gelingt immer besser, macht die Gesellschaft jünger, dynamischer und zukunftsfest. Im Grunde genommen sagt man Ihnen, wenn man von Deutschland als Einwanderungsland spricht, Sie sind eine aussterbende Gesellschaft. Wir brauchen, wie Herr Schäuble mal gesagt hat, unappetitliches Beispiel, gerade Herr Schäuble, wir brauchen die Einwanderer, damit wir nicht in Inzucht ersterben. Das ist also wirklich auch ein Zitat. Niemand hat damals irgendwie von der Presse gesagt, hat er eigentlich noch alle Schweine im Rennen, so einen Satz loszuwerden öffentlich, aber hat niemand gesagt.